Hey, schön, dass ihr dabei seid. ZDF heute live. Es ist die wichtigste Wahl in diesem Jahr in Europa. Es ist eine Wahl, die über das Schicksal des Landes entscheiden wird. Das liest und hört man aktuell, wenn es um die Wahl in der Türkei geht am Wochenende. Denn am Sonntag ist es soweit, in der Türkei wird gewählt. Und wir haben hier ganz aktuelle Bilder vom Wahlkampfabschluss. Recep Tayyip Erdogan ist inzwischen seit 20 Jahren an der Macht. Doch tatsächlich, in diesem Jahr soll es ein hauchdünnes Rennen werden um das Präsidentenamt. Er hat einen Gegenkandidaten. Er hat einen Kandidaten, der die Macht will. Es ist Kemal Kılıçdaroğlu. Erst wurden ihm wenig Chancen ausgerechnet, dann aber hat er massiv aufgeholt. Und die Opposition, die befürchtet, dass Erdogan sich mit allen Mitteln an seiner Macht halten möchte und hat Sorge, dass eben bei der Wahl auch manipuliert werden könnte. Und das ist heute Thema bei uns, Machterhalt durch Manipulation. Darüber wollen wir sprechen. Ihr könnt Fragen stellen, aktuell mitkommentieren, per Mail oder direkt im Stream. Denn wir werden im Laufe dieser Sendung auch mit einem Wahlbeobachter in der Türkei sprechen, der am Sonntag also als Beobachter im Einsatz ist. Aber jetzt zuallererst mit meiner Kollegin, mit Anna Feist. Sie ist für uns in Istanbul in der Türkei, hat den Wahlkampf-Endspurt in den letzten Tagen begleitet. Hallo Anna. Hallo Alisa. Anna, in der Türkei ist die Lage derzeit wirklich eher nicht gut, eher schlecht. Aktuell herrscht eine der höchsten Inflationsraten und wir erinnern uns natürlich auch vor wenigen Wochen ein ganz furchtbares Erdbeben, was Teile des Landes total niedergestreckt hat. Also wirklich furchtbare, desaströse Lage immer noch dort vor Ort. Würdest du uns mal die Stimmung unter diesen schwierigen Bedingungen jetzt ganz aktuell im Wahlkampf beschreiben? Ja, die Stimmung ist gespalten. Da ist einerseits Erdogan und seine Anhänger. Und Erdogan wird im Wahlkampf nicht müde zu betonen, dass die Opposition, dass das alles Terroristen seien. Er zündelt, er schürt Ängste. Und erst heute früh zum Beispiel hat er getwittert, wenn es nötig ist, werden wir wie in der Nacht des 15. Juli auf Kosten unseres Lebens unsere Unabhängigkeit und Zukunft verteidigen. Er bezieht sich da auf den Putschversuch von 2016. Und dieses Zitat oder dieser Tweet zeigt schon ein bisschen seine Angst, die er tatsächlich hat oder haben könnte, dass er tatsächlich um seine Macht bangt, ob es noch einmal reicht, um der nächste Präsident oder um Präsident der Türkei zu bleiben. Und auf der anderen Seite ist Kemal Kılıçdaroğlu mit seinen Anhängern. Kılıçdaroğlu ist im Wahlkampf viel beschwichtigender, viel ruhiger. Er betont in jeder Rede, dass er die Türkei zur Demokratie zurückführen wolle, dass er die Korruption bekämpfen wolle. Und insofern ist es hier eine gespaltene Stimmung, einerseits hoffnungsvoll, andererseits angeheizt. Das heißt, es soll ein enges Rennen, ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden. Das bedeutet aber natürlich zeitgleich trotzdem, die Zustimmung für Erdogan ist ja da, die ist ja trotzdem groß natürlich. Woran liegt das? Womit punktet Erdogan? Ja, Erdogan gilt für viele immer noch als Führungsperson, als Krisenmanager. Im Wahlkampf hat er viele Versprechen gemacht, und hat er viele Geschenke gemacht. Einerseits hat er den Mindestlohn erhöht, er hat die Mindestrente erhöht, er hat einen Monat Gas gratis für alle Türken ausgegeben. Jeden Tag gefühlt hat er ein neues Großprojekt eröffnet. Er hat zum Beispiel das erste türkische Gasfeld eingeweiht, er hat das erste türkische Atomkraftwerk eingeweiht, er hat ein Amphibienschiff, von dem Kampfdrohnen starten können, eröffnet und zeigt natürlich, er ist ein großer, starker Mann, der die Nation weiter groß macht und eben mitspielen lässt unter den Weltmächten. Und das zieht. Dieses Jahr kommt ja noch was Spannendes dazu. Es werden zum ersten Mal über 5 Millionen Menschen werden zum ersten Mal wählen. Also ganz viele Jungwählerinnen und Wähler sind dabei. Das sind rund 8% der Wahlberechtigten. Könnten die denn den Unterschied machen? Also wozu tendiert diese Gruppe? Weiß man da irgendwas aus Umfragen vorher? Ja, es hieß ganz lange, dass diese Jungwähler, diese Erstwähler wohl Kemal Kılıçdaroğlu ihre Stimmen geben werden. Mittlerweile gibt es aber auch Studien, die sagen, dass wohl 30-35% Erdogan wählen könnten. Bei Umfragen auf der Straße, die wir gemacht haben, bei Nachfragen bei jungen Leuten, kam tatsächlich raus, dass es etliche junge Leute gibt, die Erdogan eben auch immer noch als Führungsperson sehen und schätzen und ihm auch verzeihen, dass die Wirtschaft, die Situation, wie sie im Moment ist im Land, so ist, wie sie ist. Und wir haben es schon angesprochen, das ist ja natürlich total interessant, dass jetzt Kılıçdaroğlu so aufholen konnte oder grundsätzlich so viele mobilisiert hat, so gut dasteht jetzt, dass es tatsächlich also ein hauchdünnes Rennen werden soll. Erdogan, er vielleicht das schafft, was als lange als unmöglich galt, Erdogan ablösen nach 20 Jahren. Woher hat er diesen Zuspruch? Also was verspricht er? Woher kommt der?
Am besten kann man es vielleicht sehen, wenn man sich ein Video anschaut, was Kemal Kılıçdaroğlu produziert hat und auf Twitter ausgestrahlt hat. Da posiert er mit einer Zwiebel. Es ist ein ganz profanes Video, eben er mit dieser Zwiebel. Und er argumentiert, dass wenn er nicht an die Macht komme, werde der Zwiebelpreis weiter steigen. Dieses Video wurde aufgenommen in seiner Küche und ging hier in der Türkei tatsächlich viral. Und es steht für diesen, ein bisschen für diesen Mann, der eben einen sehr ruhigen Wahlkampf macht und ganz anders sich gibt als Erdogan. Schauen wir uns mal zusammen einen Beitrag an, um ein bisschen zu verstehen, wie die Situation aktuell in der Türkei ist. Denn Erdogan, was er getan hat in den letzten 20 Jahren, ist schon das Land umzubauen, alle Macht auf sich selbst zu konzentrieren. Schauen wir rein in einen Erklärbeitrag von Jochen Spieß. Präsident Recep Tayyip Erdogan hat 10 Jahre lang einen grundlegenden Umbau der politischen Strukturen betrieben. Von einer parlamentarischen Demokratie hin zu einem strikten Präsidialsystem. Der Beginn lag in Krisenzeiten. 2013 gab es größere Proteste im Gezi-Park von Istanbul. 2016 scheiterte der Putschversuch von Teilen des türkischen Militärs, begleitet von Massenentlassungen und einer Verhaftungswelle mutmaßlicher politischer Gegner. Erdogan initiierte 2017 im offiziellen Ausnahmezustand des Landes ein Verfassungsreferendum. 51,4% der Türkinnen und Türken stimmten für die neue Verfassung. So lautete das amtliche Ergebnis des Referendums. Auch das Parlament stimmte für die tiefgreifenden Verfassungsänderungen, die so im Juni 2018 in Kraft traten. Die Funktionen des Staats- und Regierungschefs sind im Präsidentenamt vereint. Erdogan kann seitdem durchregieren und eigenmächtig Verordnungen erlassen, die das Parlament nur mit einem eigenen Gesetz wieder aufheben kann. Doch der Präsident könnte dann das Parlament auflösen und Neuwahlen ausrufen. Sogar manche Richter kann der türkische Präsident benennen. Die Justiz hat ihre Unabhängigkeit weitgehend verloren. Die Meinungs- und Pressefreiheit ist schon länger massiv eingeschränkt. Die neue Verfassung gilt seit knapp 5 Jahren. Der jetzige Wahltermin wurde vorgezogen, sodass Erdogans reguläre Amtszeit noch nicht ganz vorbei ist. So sieht er sich im Recht, im neuen Präsidialsystem zum 3. Mal zur Wahl anzutreten. Eigentlich sind in der Türkei nur 2 präsidiale Amtszeiten vorgesehen. Viele sprechen in dem Zusammenhang mit der Wahl von einer Schicksalswahl. Welche Befürchtungen gibt es denn, wenn das Schicksal also entscheidet, wenn Erdogan bleibt? Weil so wird das ja auch verstanden und gewertet, dass das jetzt über das Schicksal des Landes entscheiden könnte. Ja, viele befürchten, dass es noch autokratischer werden könnte. Wenn wir uns jetzt mal einen Bereich rauspicken, zum Beispiel die Frauenrechte, da ist es so, dass Erdogan vor 2 Jahren zum Beispiel aus der Istanbul-Konvention ausgetreten ist zum Schutz der Frau vor häuslichen Gewalt. Und nun steht eins der letzten verbleibenden, wichtigsten Gesetze, die Frauen vor häuslicher Gewalt schützt, eben auf der Kippe, weil Erdogan um sich herum ein Bündnis geschmiegt hat aus extrem nationalistischen, islamistischen und ultrakonservativen Kräften. Und es wird eben befürchtet, dass im Bereich Frauenrechte, im Bereich der Rechte für LGBTQ, die Erdogan in seinen Reden als Hauptfeind auserkoren hat, dass es da massive Einschränkungen geben könnte. Anna, zum Schluss noch eine Userfrage, die ich gesehen habe. Da hatte ein User, eine Userin zunächst mal geschrieben, wird Erdogan im unwahrscheinlichen Fall, also der oder die Userin geht gar nicht davon aus, dass er verliert, wird Erdogan im unwahrscheinlichen Fall einer Niederlage diese überhaupt anerkennen? Was gibt es da für Vermutungen? Ja, das ist eine gute Frage, die in diesen Tagen hier natürlich eine große Rolle spielt. Es wird vermutet, dass sollte das Bündnis Kemal Kılıçdaroğlu mit 50,x%, also sehr knapp, gewinnen, dass dann die andere Seite, also das Bündnis um Erdogan herum, dass die dieses Ergebnis vor Gericht anfechten werden. Auf der anderen Seite könnte es natürlich genauso laufen, dass sollte Erdogan mit 50,x% gewinnen, dass eben dann auch das Bündnis um Kemal Kılıçdaroğlu dieses Ergebnis anfechten wird. Danke für deine Einschätzung heute Abend. Anna Feist war das für uns live in der Türkei. Vielen Dank.
Und eine, die erlebt hat, was es bedeutet, wenn Erdogans Machtapparat zuschlägt, das ist Meşale Tolu. Der Name, der ist einigen von euch vielleicht noch bekannt. Da gab es massig Schlagzeilen vor ein paar Jahren. Denn vor fast genau 6 Jahren wurde die Journalistin in der Türkei mitten in der Nacht festgenommen. Wir haben einen Beitrag und dann habe ich ein Gespräch mit ihr vor dieser Sendung geführt. Und wir schauen zusammen rein. Ein Beitrag von Beatrice Steinecke. Ende April 2017. Mitten in der Nacht stürmt eine Anti-Terror-Einheit, bewaffnet mit Maschinenpistolen, die Wohnung von Meşale Tolu in Istanbul. Sie wird auf den Boden gedrückt, die Wohnung auf den Kopf gestellt. Ihr damals 2-jähriger Sohn sieht, wie sie verhaftet wird. Die Vorwürfe gegen sie: Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation. Sie arbeitet als Journalistin und Übersetzerin, etwa für eine Nachrichtenagentur. Sie ist deutsche Staatsbürgerin, in Ulm geboren, mit kurdischen Wurzeln. Dennoch, über die Verhaftung werden die deutschen Behörden nicht wie üblich informiert. Über Nacht wird Meşale Tolu zu einer der bekanntesten politischen Gefangenen in der Türkei. Erst als sie im Gefängnis in den Hungerstreik tritt, darf ihr Vater sie besuchen und ihr Sohn zeitweise bei ihr bleiben. Oktober 2017 beginnt der Prozess. Die Staatsanwaltschaft fordert 15 Jahre Haft. Dann, rund 2 Monate später, Erleichterung. Meşale Tolu wird aus der Untersuchungshaft entlassen, unter Auflagen. Erst als ihre Ausreisesperre im Sommer 2018 aufgehoben wird, dürfen sie und ihr Sohn nach Deutschland zurückkehren. Das Verfahren gegen sie läuft weiter. Weitere 3,5 Jahre dauert es, bis sie vom Gericht in der Türkei freigesprochen wird. Und Meşale Tolu ist jetzt bei uns in der Sendung und wir können mit ihr sprechen. Fast 8 Monate saßen sie in der Türkei in Haft, wurden Jahre später erst freigesprochen. Wir können jetzt heute über ihren Fall sprechen. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo. Ihr Fall gilt als Beweis für die Nichtrechtsstaatlichkeit in der Türkei und eben auch für die Einschränkungen der Pressefreiheit. Denn es war ja nicht nur Ihr Fall, sondern mit Ihnen gemeinsam waren eben mehrere Kolleginnen und Kollegen angeklagt. Auch Ihr Ehemann war mit angeklagt. Er hatte sich regierungskritisch bei Twitter geäußert. Und diese Willkür damals, nicht zu wissen, wie es ausgeht, wie es für Sie weitergeht, war das das Schlimmste, die Hilflosigkeit? Ja, genau, das Ungewisse, dass man einfach nicht wusste, was kann ich tun, kann ich überhaupt irgendwas tun und wird es dann auch hilfreich sein? Also wenn man weiß, dass die Macht in den Händen anderer Menschen ist, dann ist man einfach ihm hilflos ausgeliefert. Und das war, glaube ich, einfach das Schlimmste dieser Zeit. Und dieses hohe Maß auch an Willkür, wer wird verhaftet und warum, befürchten Sie jetzt auch, dass es genauso willkürlich zugehen könnte rund um die Wahl? Ja, das ist natürlich schon seit längerem so, dass die Justiz sehr willkürlich, aber vor allem politisch motiviert handelt im Sinne der Regierung. Und jetzt um die Wahlen herum sieht man es jetzt nochmal ganz deutlich, dass ganz viele Parteifunktionäre der oppositionellen Parteien eben festgenommen werden, Auflagen bekommen, dass einfach die Repression nochmal drastischer zugenommen hat um die Wahlen herum. Sie sind in Kontakt mit türkischen Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die also noch berichten, versuchen zu berichten. Wie steht es aktuell denn um die Pressefreiheit in der Türkei? Ja, die Pressefreiheit ist eigentlich keine Pressefreiheit in unserem Sinne, wie wir sie kennen. Denn in der Türkei ist seit dem Putschversuch 2016 wurden ganz viele Kanäle, ganz viele Nachrichtenagenturen geschlossen, Journalisten inhaftiert. Tagtäglich erfahren sie Repressionen. Aber diejenigen, die Einzelnen, die Mutigen, die noch dort sind, vor Ort sind und versuchen, das Volk zu informieren, die erschaffen sich natürlich Kanäle über soziale Medien und wollen natürlich ihre Arbeit fortführen. Jetzt ist es natürlich noch schlimmer, weil auch die sozialen Medien ständig eine Zäsur erleben. Es kam schon vor, dass Twitter, dass Twitter dem Strom abgedreht wurde, dass man versucht, eben verschiedene Kanäle zu hindern, jeden Tag sperrt, sodass die Menschen eigentlich den Zugriff, den freien Zugriff gar nicht mehr haben. Jetzt erwarte ich persönlich natürlich nochmal, dass in der Wahlnacht, vielleicht ein paar Tage davor, jetzt die Tage nochmal mehr Zäsur stattfinden kann. Denn es ist natürlich so, dass die Menschen sich informieren wollen, wissen wollen, wie die Ergebnisse sind,
Und es kann schon sein, dass die Regierung so auf den letzten Drücker nochmal über Twitter, über Facebook oder andere sozialen Medien nochmal versucht, hier großen Druck aufzubauen und die Journalisten daran hindert, dass sie berichten. Es gab natürlich auch wieder Festnahmen. Da wurden vor allem in den kurdischen Gebieten wurden bis zu 20 Journalistinnen inhaftiert. Das zeigt nochmal, wie die Regierung versucht, eigentlich auch alles unter Kontrolle zu behalten, dass sie eben nicht berichten von den Wahllokalen, dass sie nicht über die Ergebnisse schreiben. Und all das ist halt so eine Vorarbeit, die die Regierung bereits leistet. Ist das Ihre größte Befürchtung rund um die Wahl, also dass die Pressefreiheit eingeschränkt werden könnte, die Menschen einfach nicht an Informationen frei und zugänglich drankommen können? Oder sind da noch mehr Befürchtungen, die Sie haben rund um die Wahl? Ja, das ist die eine Seite, dass die Wahlpropaganda quasi nur einseitig stattfindet, dass nur regierungstreue Wahlpropaganda öffentlich wird und dass die anderen oppositionellen Parteien und Menschen eben hier keine Stimme finden. Aber die andere Sache ist natürlich, dass es zu Wahlbetrug kommen kann, dass es zu verschiedenen Aktionen seitens der Regierung kommen kann, um die Wahlen zu täuschen oder eben Unverhältnismäßigkeiten zu machen. Und da ist es natürlich wichtig, dass die Journalisten draufschauen, dass sie dann gleich die Bevölkerung darüber informieren, dass sie eben diese Information, dass sie durchsickert. Und die Befürchtung ist natürlich da, dass die Regierung versuchen wird, wieder Wahlbetrug anzuwenden. Und wenn das nicht öffentlich gemacht werden kann, dann kann sie es eben ungehindert machen. Von daher ist es sehr wichtig, dass Wahlbeobachter vor Ort sind, vor allem internationale Wahlbeobachter, aber auch Journalistinnen und Journalisten darüber berichten können, damit eben alles so möglich, wie, also so transparent wie möglich ablaufen kann. Wie würde der aussehen, der Wahlbetrug? Es gab verschiedene eigentlich bisher. Also ich habe 2018 selbst auch eine Wahl in der Türkei miterlebt. Und es kommt eben vor, dass im Vorfeld ganze Dörfer oder Gruppierungen bestochen werden mit Materialien, also mit Lebensmitteln, mit Waschmaschinen, mit Tiefkühltruhen. Das haben wir schon alles gesehen, vor allem in ärmeren Regionen. Es kam vor, dass syrische Flüchtlinge Pässe bekommen haben, sodass sie wählen konnten, oder dass eben ganze Säcke voll mit vorgestempelten Wahlzettel gefunden wurden, die dann eben andere Wahlzettel ersetzen sollten. All das haben wir schon gesehen. Ich bin natürlich gespannt, was die Regierung sich jetzt ausgedacht hat, ob sie eben die gleiche Masche ziehen wird oder ob sie auch andere Ideen noch hat. Aber was ganz besonders wichtig ist, ist natürlich, dass wir in 10 Großstädten Erdbeben hatten und dass die Menschen ihre Wohnungen verloren haben, dass sie gar nicht mehr dort leben. Und dass sie alle irgendwie woanders hinreisen mussten, zur Familie, zu Freunden, ob diese Menschen tatsächlich noch wählen können, ob ihre Stimme auch hier Gehör finden wird oder ob das dann wieder ersetzt wird durch irgendwelche vorgefertigten Wahlzettel. Das ist meine größte Befürchtung, dass genau bei diesen Wahlen die Erdbebenopfer vielleicht eben nicht tatsächlich zur Wahl beitreten können. Sie reisen aktuell nicht mehr in die Türkei, sind seit Ihrer Freilassung nicht mehr eingereist, weil Sie um Ihre Sicherheit fürchten. Würde denn der Machtwechsel das ändern? Wäre es dann wieder so weit, dass Sie sagen würden, ich kann wieder in die Türkei zurück? Nein, leider reicht der Machtwechsel allein nicht aus, um zu sagen, ich kann wieder sicher in die Türkei reisen. Das gilt nicht nur für mich, sondern für alle anderen Menschen auch. Denn die AKP hat in den vergangenen 21 Jahren alle Ämter mit ihren eigenen regierungstreuen Menschen besetzt, die wirklich politisch motiviert im Sinne der AKP gehandelt haben. Und jetzt ist es wichtig, dass bei einer eventuellen Machtübergabe Kemal Kılıçdaroğlu all diese Ämter dann auch wieder neu besetzt und auch demokratischer und auch gesetzestreu besetzt. Dann wäre es vielleicht wieder möglich für alle Menschen, die in der Türkei politisch verfolgt wurden, auch wieder in das Land zurückzureisen. Aber das wird wahrscheinlich mehr als nur 1, 2 Jahre dauern. Aber ich bin zuversichtlich, dass das dann auch klappen wird. Sagt Meşale Tolo. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Vielen Dank.
Auch Meşale Tolu äußert Sorge vor Wahlbetrug. Ich habe es auch in den Kommentaren gelesen. Hier einer von Jürgen Wörheide. Er schreibt, das Problem bei Wahlen in Autokratien ist Wahlbetrug. Also wird es schwer, dass Erdogan abgelöst wird. Ob die Opposition zusammenhält, um zu reagieren, ist auch noch fraglich, fragt sich der User. Und wir können jetzt über dieses Thema Wahlbetrug mit einem sprechen, der das Ganze im Blick behalten wird am Wochenende. Es ist Frank Schwabe. Er ist Bundestagsabgeordneter eigentlich, aber aktuell eben auf spezieller Mission in der Türkei. Er leitet dort die internationale Wahlbeobachtungsmission des Europarates. Hallo, schönen guten Abend, Herr Schwabe. Schönen guten Abend aus Ankara. Sie haben es gerade schon gehört, auch in unseren Kommentaren. Es gibt da also eine Sorge. Sie sind jetzt also ganz aktuell in Ankara, bleiben dort auch das ganze Wochenende über und natürlich auch noch bis zum Montag in die nächste Woche. Wie haben wir uns vielleicht zunächst mal, dass wir das verstehen, Ihre Arbeit jetzt am Wochenende vorzustellen? Was haben Sie genau vor? Im Grunde genommen besteht so eine Wahlbeobachtung aus zwei Teilen. Das erste ist, sich das Umfeld von Wahlen anzugucken. Das heißt, wir monitoren die Lage in der Türkei schon seit vielen Jahren und äußern uns auch dazu, und dann geht es um den Wahltag. Und dort sind wir mit über 100 Abgeordneten vom Europarat, aber auch der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und wir arbeiten zusammen hier entsprechend vor Ort. Am Ende noch mit anderen Beobachtern sind wir am Ende mit 250 Teams vor Ort und sind den ganzen Tag am Wahlsonntag entsprechend im Einsatz, von der Öffnung der Wahllokale. Das ist nicht anders als in Deutschland, auch mit den Wahllokalen hier, bis zur Schließung. Und dann geht es natürlich um die Auszählung. Und dann werden wir gucken, ob das, was in der Wahlurne gelandet ist, am Ende auch wirklich dazu führt, dass das Ergebnis auch am Ende korrekt dargestellt wird von der zentralen Wahlbehörde. Also Sie sind dabei beim Prozess des Wählens in den Wahllokalen, dann auch später beim Auszählen? Genau, beides geht also los, morgens schon mit der Öffnung der Wahllokale, um zu gucken, ob da alles ordentlich abläuft. Man kann ja auch vorher schon was in Wahlurnen tun. Zum Beispiel, deswegen beginnt eine solche Wahlbeobachtung sehr früh am Morgen. Man muss früh aufstehen und am Ende geht es darum zu gucken, wenn die Wahllokale geschlossen werden, dann wird ausgezählt, dann sind wir in den Wahllokalen, gucken, wie dort ausgezählt wird und gucken dann, wie die Wahlergebnisse zusammengebracht werden über lokale Wahleinrichtungen, also Boards, Vorstände, wo entsprechend gezählt wird, bis am Ende zur nationalen Ebene. Wir können das natürlich nur stichprobenartig tun. Und ich habe ja bei Meşale Tolu gehört, dass sie sagt, sie baut auf die internationalen Wahlbeobachter. Da baue ich auch drauf, aber ich baue vor allen Dingen auf die nationalen Wahlbeobachter. Wir haben Hunderttausende, muss man sagen, junge Leute, die unterwegs sind und versuchen, die Integrität dieses Wahlvorgangs sicherzustellen. Ein User, eine Userin äußert bei uns jetzt eine Sorge, und zwar schreibt er oder sie, denke, dass Erdogan jedes Mittel, auch Fälschung, einsetzen wird, um an der Macht zu bleiben. Er ist kein Demokrat. Verlieren für ihn ausgeschlossen. Was hören Sie aus dem Land? Welche Befürchtungen gibt es? Klingen die genauso schlimm wie jetzt dieser Kommentar, selbst im Land, in der Türkei? Ich kann immer nur das berichten, was uns berichtet wird. Ich bin ja hier neutral und äußere mich auch gar nicht so sehr über die einzelnen Parteien. Aber natürlich werden an uns Sorgen herangetragen, dass es in der Tat auch zur Wahlfälschung kommen kann. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Türkei bei Wahlen durchaus sehr erfahren ist und dass es eine wirklich, trotz aller Schwierigkeiten der letzten Jahre und Jahrzehnte, eine breit gefächerte Zivilgesellschaft gibt, die wirklich sehr starke Checks and Balances eingeführt hat. Es wird zum Beispiel parallel ausgezählt. Also es gibt eine zentrale Wahlbehörde, die zählt das zusammen, was in den Wahllokalen an Stimmen reinkommt, aber das machen die Parteien parallel auch. Das heißt, die Oppositionsparteien haben ein eigenes Zählsystem, wo Menschen, die in den Wahllokalen sind, das wiederum an eine zentrale Instanz weiterleiten und die selber eben gucken, ob das, was ausgezählt wird vor Ort, am Ende auch dem entspricht, was zum Beispiel die zentrale Wahlbehörde dann zusammensammelt in Ankara. Und das ist schon beeindruckend, wie gut die das machen. Jetzt ist es eine ganz spezielle Situation. Wir haben sie schon angesprochen in dieser Sendung. Vor einigen Wochen gab es eben ein schweres Erdbeben in einem großen Landesteil der Türkei. Und in der Provinz Adıyaman ist Burak Binset zuständig für 1.442 Wahlurnen. Das ist eine ganz schöne Menge. Er ist der regionale Vorsitzende der CHP. Unsere Kollegin Anna Feist hat mit ihm gesprochen. Wir hören mal kurz gemeinsam in seinen Ton und sprechen dann über diese Sorgen und Befürchtungen für das Gebiet. Das größte Problem sind die, die tot sind. Ihre Daten stehen noch im Wahlregister. Schon in der Vergangenheit kam es zu schwerem Wahlbetrug. Dieses Mal werden wir das versuchen zu verhindern, indem wir alle Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Herr Binset hat eben gerade erwähnt, also verstorbene Menschen stehen noch im Wahlregister. Der User Sven Odendahl, der oft zusieht hier in diesem Stream und immer viele Fragen stellt, vielen Dank dafür, schreibt bei Facebook: Wie wird im Erdbebengebiet sichergestellt, dass keine Toten aus dem Erdbebengebiet wählen gehen? Also wählen gehen, schreibt er. Ich habe es gerade schon gesagt, am Ende, und die GAP, die Oppositionspartei, die größte, hat es ja gerade im Grunde berichtet. Die Parteien selber sind in den Wahllokalen unterwegs. Das ist wie in Deutschland auch. Die Wahlvorstände vor Ort werden aus verschiedenen Parteien gebildet. Wir haben dazu noch eben ganz viele zivilgesellschaftliche Wahlbeobachter, die zwar nicht in den Wahlvorständen sind, aber Zugang zu den Wahllokalen haben. Und die müssen sich das genau angucken. Man wird dort, hat ja dann die Listen, wie auch in Deutschland, wenn man wählen geht. Und dann wird da entsprechend abgehakt. Und dann muss man eben gucken, ist das, was da passiert, plausibel. Aber es gibt Möglichkeiten oder es gibt Probleme sicherlich vor Ort. Wir haben zum Beispiel die Situation, dass möglicherweise 3 Millionen Menschen in den Erdbebengebieten wählen wollen, die sich nämlich nicht registriert haben woanders in der Türkei, wo sie jetzt leben. Und die haben nur die Chance, dorthin zu reisen und dort zu wählen. Und das kann natürlich dann auch zu sehr schwierigen infrastrukturellen Voraussetzungen vor Ort führen, wo man vielleicht auch ein bisschen den Überblick verliert. Deswegen nochmal, bauen wir auf die lokalen Wahlbeobachter, die nationalen Wahlbeobachter, und wir sind mit Teams vor Ort, um wiederum deren Ergebnisse auch zu sammeln und zu dokumentieren. Aber das Ihrer Meinung nach wahrscheinlich die größte Herausforderung, die infrastrukturellen Probleme im Erdbebengebiet. Das haben Sie schon jetzt rausgehört von den Menschen, mit denen Sie gesprochen haben. Klar, ist das eine Riesenherausforderung. Viele der Wahllokale gibt es ja alle nicht mehr, sondern da müssen jetzt über Hilfskonstruktionen errichtet werden, und es müssen Millionen Menschen über sehr, sehr wenige Straßen, die es gibt, dort entsprechend hingeführt werden. Sven Odendahl hatte noch eine weitere spannende Frage gestellt, und zwar möchte er wissen: Eine Klage gegen die Entscheidung der Wahlbehörde soll ja nicht möglich sein. Was passiert, wenn die OECD-Wahlbeobachter oder eben auch Sie zum Ergebnis kommen, dass die Wahl unregelmäßig war? Was passiert dann und wie würde sich die EU verhalten? Gibt es da ein Szenario? Naja, wir haben, ich habe es ja gesagt, wir haben die Situation auf der ganzen Welt, dass es unabhängige Staaten gibt. Die entscheiden es am Ende selber. Aber natürlich haben die sich verpflichtet, international zum Beispiel Wahlbeobachtungen ins Land zu lassen. Und wenn die oberste Wahlbehörde, die am Ende in der Tat unabhängig ist und nicht überprüft werden kann, zu einem falschen Ergebnis käme, können wir das nicht revidieren. Aber wir sind ja dafür da, dann darüber zu reden. Die müssen wissen, wenn sie ein falsches Ergebnis liefern würden, dann werden wir darüber berichten. Und das wird natürlich auch in der Türkei zu massiven Auswirkungen führen. Und deswegen ist es so eine Form von Checks and Balances und dem Versuch, eben auch durch Anwesenheit internationaler Wahlbeobachtungen sicherzustellen, dass alle in dem betreffenden Land eben die Integrität der Wahlen sicherstellen, auch die oberste Wahlbehörde. Zum Schluss noch die Frage: Wann wissen wir mehr? Ist es wirklich schon am Sonntag, am Sonntagabend? Ist es erst der Montag? Wann erwarten Sie, dass man wirklich von Ergebnissen ausgehen kann, die man dann auch natürlich ganz klar für voll nehmen kann? Wir wissen natürlich am Ende nicht, ob es dann zu einer Stichwahl kommt, nochmal 14 Tage später. Aber am Sonntag wird man das spät am Abend eigentlich wissen können, wie das Ergebnis ist. Wir hatten mal das Szenario bei den Kommunalwahlen in Istanbul vor ein paar Jahren, dass plötzlich eben die Wahlbehörde aufgehört hat zu zählen. Sowas darf nicht wieder vorkommen, und deswegen muss zügig ausgezählt werden, und dann wird das Ergebnis auch am späten Abend eigentlich schon feststehen. Sagt Frank Schwabe erst als... Ich danke Ihnen. So, ich schaue noch mal in eure Kommentare. Ich sehe hier von einmal Wolf Taffel. Er schreibt: Hoffe, dass Erdogan nicht wiedergewählt wird, denn Erdogan tritt die Menschenrechte wie auch die Demokratie mit Füßen. Klares Nein zum Erdogan-Regime. Das ist die Meinung bei Facebook von Wolf Taffel. Und dann habe ich noch einen Kommentar bei YouTube gelesen von einem User, einer Userin, die sich Morgenmuffel nennt. Er oder sie schreibt: Ich würde mich für die Türkei freuen, wenn eine demokratische Regierung wieder das Zepter nimmt. Es wäre ein deutlicher Fortschritt für die Türken, findet die Person. Wir werden das Ganze hier natürlich bei ZDF heute, seid ihr da immer aktuell informiert, begleiten. Das ganze Wochenende, die Wahl in der Türkei. Für heute erstmal vielen Dank an euch für euer Interesse, dass ihr dabei wart, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.